Marco, das ist ja doof. Was du machst, ist doof. Du bist scheiße. So. Der Himmel ist blau. Sieht das nicht schön aus? Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich euch ein Gedicht vorstellen, das ein bisschen ekelig ist. Deshalb möchte ich euch jetzt gleich am Anfang warnen. Dies ist eine Warnung. Es wird gleich ganz ekelig, denn ich werde euch ein Gedicht vortragen, das ein paar sehr ekelige Dinge beschreibt. Das Gedicht heißt Die Lästerzungen von Paul Zech. Und es basiert auf ein Gedicht von François Villon. Worum geht es in dem Gedicht? Es geht um die Lästerzungen, ja, die Neinsager, die Nörgler. Im Englischen sagt man Hater, ja, all die Hater, die Lästerzungen. Und ich finde dieses Gedicht sehr befreiend, denn ich bin Perfektionist. Und ein Grund, warum ich Perfektionist bin, ist, weil ich Angst habe, dass Leute schlecht über mich reden, dass die Leute nur sagen, Marco, das ist ja doof, was du machst, ist doof, du bist scheiße. Mag ich nicht. Ich habe nichts gegen negatives Feedback, bloß Feedback sollte auch immer konstruktiv sein. Und was sollte man mit Leuten machen, die negative, nicht konstruktive Kritik geben? Nun, in diesem Gedicht finden wir die Antwort. Das Gedicht. Warnung, es wird ekelig, aber die Worte sind einfach sehr, sehr toll. Nun gut, das Gedicht. In Kalk, noch ungelöscht, in Eisenbrei, in Salz, Salpeter, Phosphorgluten, in dem Urin von rossigen Eselstuten, in Schlangengift und in Altweiberspei, in Hundeschiss und Wasser aus den Badewannen, in Wolfsmilch, Ochsengalle und Latrinenflut. In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren. In eines Katers Hirn, der nicht mehr fischt, im Geifer, der aus den Gebissen der tollen Hunde träuft, mit Affenpiss vermischt, in Stacheln, einem Igel ausgerissen, im Regenfass, drin schon die Würmer schwimmen, krepierte Ratten und der grüne Schleim von Pilzen, die des Nachts wie Feuer glimmen, in Pferderotz und auch in heißem Leim. In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren.
in dem Gefäß drin alles reingerät, was so ein Medikus herausholt aus dem schwieren Gedärm an Eiter und verpestetem Sekret, in Salben, die sie in den Schlitz sich schmieren, die Hurenmenschen, um sich kalt zu halten, in all dem Schmotter, der zurückbleibt, in den Spitzen und den Spalten. Wer hätte nicht durch solchen Schied hindurchgemusst? In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren. Meine Herren, packt all die sauberen Sachen, gehen sie in den verfaulten Kürbis nicht hinein, in eure Hosen, um den Bottich voll zu machen, gebt auch den Arschgeruch von einem Schwein hinein und hat's 4 Wochen lang gegoren. In diesem Saft sollen eure Lästerzungen schmoren. Ja, also das war das Gedicht. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es ekelig ist. Worum ging es in diesem Gedicht? Ja, also im Prinzip wurden in diesem Gedicht ganz viele ekelige Dinge aufgelistet. Und es wurde gesagt, diese ekeligen Dinge sollen in einem großen Topf gemacht werden, in einem Bottich, ja, das ist ein großes Gefäß. Und dann soll man all die Neinsager, all die Lästerzungen, all die Leute, die nur Negatives zu sagen haben, all die Leute soll man in diesen Bottich machen. Ich finde dieses Gedicht einfach nur total witzig. Ich hoffe, ihr fand es auch witzig oder unterhaltsam. Und ich möchte, dass ihr das nächste Mal, wenn jemand etwas Negatives über euch sagt oder euch sagt, dass ihr irgendwie dumm seid oder scheiße oder was auch immer, denkt an dieses Gedicht. Denkt daran und denkt euch, ja, in diesem Saft sollen die Lästerzungen schmoren. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.